bist dir vollkommen sicher, dass du es so willst? Egal, ob du es glaubst oder nicht, Rebecca hat dir gut getan. Ja. Vielleicht wollte ich nicht, dass es mir zu gut geht. Naja, wenigstens hast du es ihr noch früh genug gesagt. Hast du denn irgendeine Idee, was wir zum Abschied schenken? Nee. Hi. Alles klar? Hi. Hallo. Heute schon so früh auf den Beinen? Kleiner Auftrag, eine Großmarkthalle. Ich hoffe, keiner von euch hat die gleiche Idee. Ach, cool. Für Rebecca? Also wenn uns in der nächsten Stunde nichts einfällt, dann stehen wir mit leeren Händen da, wenn wir Rebecca verabschieden. Ja, dann halten wir uns einfach alle an diesem Stadtführer fest. Bevor es irgendwelche Missverständnisse gibt. Noch Fragen? Jetzt nicht mehr. Wir müssen langsam los, wenn wir Rebecca noch erwischen wollen. Oh ja. Und was wollte Christian noch besorgen? Irgendwas für die Reise. Ich meine, wir können ja schlecht zu sechs diesen Stadtführer schenken, das wäre ein bisschen popelig. Und ich besorge dir nicht schon wieder irgendeinen Mist, den sowieso keiner brauchen kann. Wo bleibt Christian denn? Kriegt er hierher? Was weiß ich? Wow, schön, dass ihr alle da seid. Der soll dir Glück bringen. Oh, danke. Hier, damit du immer am richtigen Ort bist. Da sind alle guten Bars, Clubs und Restaurants von New York drin. Cool, danke. Sag mal, habe ich da was verpasst? Ja, mehr oder weniger. Leihst du sie mir kurz? Klar. Weiß Sebastian schon, was da zwischen euch läuft? Nein, ich will es mir auch nicht unbedingt auf die Nase binden. Der Ex-Freund Mann des Bruders mit der Ex-Freundin. Ja, es ist echt schade, dass Jens und Sebastian sich verkracht haben, aber darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Ich mag Jens. Schon gut. Wir hätten da auch noch was für dich. Und? Zack. Bitteschön. Wie soll ich das denn mitkriegen? Ich habe doch eh schon eine Tonne übergepackt. So schwer ist es auch nicht. Was war da drin? Ja, schau nach. Leute, was soll ich mit einem Survival-Kit in New York? Überleben. Naja, und wenn es dir zu stressig wird, dann schmeißt du dich einfach hier rein. Entschuldige, ich will mich nur kurz von Rebecca verabschieden. Ich muss nämlich noch in die Firma. Ah, danke für alles. Oh. Und vergiss nicht, du kannst sofort wieder loslegen, wenn du zurück bist. Jederzeit, okay? Du hast die Reise ja nicht gerade von langer Hand geplant. Hast du schon ein Hotel? Ja, fürs Erste bleibe ich bei einer alten Schulfreundin. Direkt in der Upper East Side. Gut, also dann ruf mich an, melde dich und pass auf dich auf, ja? Tschüss zusammen. Tschüss, Frau Gräfin. Lass dich nicht unterkriegen, ja? Und wenn du wirklich mal in der Scheiße steckst, dann sag Bescheid, ich hol dich raus. Danke. Was ist, bin ich zu spät? Da bist du doch immer.